So, wieder alle, und willkommen zurück zu einer wunderbaren neuen Ausgabe von Forza Horizon 5. Wir sind zurück und heute wollen wir uns im Goliath stellen und versuchen, ja, damit in die Ruhmeshalle einzurücken, weil ja, es sind nicht mehr viele Punkte, die wir brauchen, um eben, ja, einer der besten Fahrer des Horizon Mexiko zu sein. Natürlich, wie gesagt, haben wir danach noch super, super viel Events vor uns. Wir haben ja noch sehr viele Abenteuer-Tickets, die wir erstmal noch einlösen müssen. Wir haben noch, ja, viele Schaurennen vor uns und. Aber heute geht es erstmal zum Goliath. Ich dachte mir, dafür müssen wir uns natürlich ein passendes Fahrzeug holen, nämlich das Covercar der Mercedes AMG One. Den haben wir nämlich noch gar nicht. Und ich hoffe, dass der Wagen was taugt und getunt, weil wenn ich mir den jetzt gleich kaufe, ja, dann sind wir leider sehr pleite, weil der kostet 2,7 Millionen. Ich habe momentan 2,8 rumliegen. Aber ich dachte, für dieses Rennen ist es, denke ich mal, eine sehr, sehr gute Wahl, sich auf den AMG One zu verlassen. Deswegen gehen wir hier auf Kaufen und ja, kaufen uns den wunderbaren AMG One. Sehr, sehr schönes Kfz. Und ja, wir können ja noch mal kurz gucken, ob wir damit theoretisch ja vielleicht kleinere Anpassungen noch machen können. Wir haben noch 100.000 übrig. Vielleicht können wir die noch bei diesem Wagen gut investieren. Wir schauen mal. Ja, wie gesagt, Covercar des Ganzen sind wir im Intro gefahren und ich denke mal, das ist ein sehr gutes Fahrzeug, um hier eben ja im Finale anzutreten, im Goliath, dem großen Rennen einmal um die Map herum. Ja, ist das, denke ich mal, ein sehr schönes Fahrzeug dafür, was man dafür nutzen kann. So, wir gucken mal. 100.000 haben wir noch. Was können wir denn überhaupt noch antun? Wir können ihn theoretisch auf Heck umbauen. Das machen wir natürlich nicht. Er hat eine 927 Wertung, also ist noch ein bisschen Potenzial nach oben. Wir können reiftechnisch noch was machen. Wir können Slick-Reifen draufpacken. Das werden wir auf jeden Fall tun. Dann können wir die Reifenbreite vorne noch erhöhen. Das werden wir auch machen. Felgen, würde ich sagen, lassen wir. Da hat sich Mercedes schon mal was gedacht. Fahrwerk. Können wir noch ein Rennfahrwerk einbauen? Das machen wir natürlich auch. 15.000 kostet der ganze klare Dutch bisher nur. Also bisher können wir uns das alles noch wunderbar leisten. Dann Gewichtsreduzierung geht natürlich auch noch von 1,7 Tonnen knapp auf 1,4 runter. Das macht natürlich schon mal nochmal einen essentiellen Unterschied. Wir machen ein schönes... Ja, wie viele Gänge müssen wir reinmachen, damit das Renngetriebe Sinn macht? Okay, das Neuengang macht in der Beschleunigung und beim Starten Sinn. Dann würde ich sagen... Oh, das macht aber alles die Wertung wieder schlecht. Wir probieren mal mit dem Neuengang zu fahren. Wir werden es mal ausprobieren. Wenn wir Pech haben, geht es damit nach hinten los. Ein Renndifferenzial kommt natürlich rein und jetzt... Gehen wir natürlich auch noch in die Leistung. Eine bessere Kraftstoffanlage kommt rein. Bessere Renndocken und Ventile. Und zu guter Letzt noch ein wunderbarer großer Turbolader, der die Leistung von 1076 PS, die wir jetzt schon anliegen haben, mit 99 Newtonmeter, auf brutale 1338 PS mit 1045 Newtonmeter erhöht. Bisschen Gewicht erhöhen wir dadurch. 12 Kilo wiegt der Turbolader alleine. Ist also schon ein ganz guter Prügler. Und ja, mit dem dürften wir dann antreten. Damit haben wir eine X-Wertung, wie gesagt, 1338 PS, 1045 Newtonmeter aus 1,6 Liter Motor, weil, ja, Hybrid Power. Damit haben wir Beschleunigen 10, Starten 10, Bremsen 10, 9,7er Handling, 8,5er Geschwindigkeit und eine Offroad-Wertung von 4,0. Also das sieht doch sehr gut aus. Das Ganze kostet uns jetzt nochmal entspannte 39.000. Die haben wir ganz nochmal, also nochmal gut investiertes Geld hier in unseren AMG One. Ich muss mich echt abhalten, jedes Mal das Project dazwischen zu schmeißen, weil das einfach so mittlerweile im Sprachgebrauch war. Wir legen die Kiste noch ein bisschen tiefer, weil geht. 390 km Topspeed, ich würde sagen, da ändern wir auch gar nichts mehr dran, weil das dürfte für das normale Rennfahren reichen, weil die wenigsten Rennsituationen sind über 400. Ja, der Wagen, kurzer Hinweis, auch hat ja einen diesen Fahrmodi. Normalerweise ist der linke Stick dafür gedacht, um eben bei Cabrios das Dach hochzuklappen. Der AMG One ist so ein bisschen die Ausnahme, weil er kann nämlich mit dem linken Stick das hier machen. Und der kann nämlich seinen Fahrmodus damit ändern, was sehr cool ist, wenn das jetzt mal machen würde. Ah, er macht es jetzt gerade, genau, seht ihr, genau, weil gerade noch am Durchgehen war alles. Können wir nämlich auf den Straßenmodus gehen oder wenn wir den Linkstick reindrücken, gehen wir in den Rennmodi. Den werden wir natürlich jetzt im Goliath auf jeden Fall nutzen wollen, weil wir wollen den maximalen Anpressdruck haben und da ist natürlich bessere Aerodynamik auf jeden Fall vonnöten. Aber sehr cooles Feature und ich würde mal sagen, wir gehen rüber zum Goliath und schauen mal, ja. So, bevor wir jetzt ins Finale Goliath gehen, werde ich mal ganz kurz nochmal in den Topspeed gehen, weil ich glaube, das 10-Gang ist gar nicht mal so geil abgestimmt. Die 391 km reichen mir sonst gar nicht. Und ich muss auch leider sagen, ihr werdet jetzt leider darauf einstellen müssen, das wird ein Rennen sein, wo ich jetzt nicht auf unschlagbar spielen werde. Die normalen Rennen juckt mich nicht so, wenn ich nicht Erster werde, aber hier wollen wir, ich möchte die Finalrennen gerne gewinnen. Und ich kann euch ehrlich gesagt gerade sagen, ja, ich habe gerade das Goliath schon mal ausprobiert mit dem AMG One und ich kriege auf unschlagbar so derbs die Fresse poliert mit dem Auto, was halt eigentlich ein fucking Formel-1-Fahrzeug für die Straße ist. Und nicht, weil ich scheiße fahre, sondern weil die einfach immens schnell sind, weil
Ja, die ganzen Senners sind Raketenfahrzeuge. Und deswegen werden wir den Schwierigkeitsgrad leider ein bisschen runterstellen. Nimm es mir nicht übel. Wir werden höchstwahrscheinlich einfach auf Experte gehen. Damit werden wir, denke ich mal, auch relativ gut zu kämpfen haben. Aber wir gehen einfach mal zwei Schwierigkeitsgradstufen runter. Einfach um Gewissheit zu haben, dass wir die Möglichkeit haben, dieses Event zu gewinnen. Weil auf uns schlagbar muss schon sehr viel für uns richtig stehen. Und momentan stehen die Sterne für mich nicht richtig. Der Mond ist nicht richtig aufgegangen. Und die Seehunde draußen haben noch nicht dreimal gebellt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, dementsprechend gehen wir mal auf Experte runter. Ich denke, es nimmt mir keiner übel. Und wir sind alle konform damit. Und ich würde sagen, gehen wir ins Finalrennen. Hier vor der Ruhmeshalle. Und ja, schauen wir mal, was wir auf Kette kriegen jetzt. Okay, Startphase erstmal ein bisschen schon mal versemmelt. Da haben wir gegen den ersten Sender schon mal ein bisschen federn lassen. Oh, aber kommen wir hier innen durch, wunderbar. Hier können wir gerade die wunderbare Kurvenlage dieses Fahrzeugs für uns nutzen, weil der Wagen hat ein brutales Kurvenverhalten. So, neunter Gang rein. Platz 7 ist es momentan. Bisschen weit raus. Okay, alles gut. Die Bremsen von dem Teil retten mir Gott sei Dank den Arsch, weil die Bremsen halt wirklich brutal stark sind. Also halt wirklich super, super gute Bremsen der AMG. Ist nebenbei, den Text habe ich da nicht mehr eingeblendet bekommen, aber ist nebenbei das längste Rennen von Forza Horizon jemals, der Goliath hier in Forza Horizon 5. Und ich möchte betonen, dass das Dirt-Rennen schon über 40 Kilometer hat. Also nur damit ihr das mal schon wisst. Das ist hier sehr lang, weil es einmal wirklich um die Map geht. Und Mexiko ist durchaus eine nicht allzu kleine Map. Mexiko hat ein paar Kilometer hier, ne? Dementsprechend. So, wir sind in den Canyons. Ein bisschen kurvigere Gebiete. Gucken, ob wir das für unseren Vorteil hier nutzen können. Ja, wir merken gerade, die Sender sind schon verdammt schnell. Die Sender sind auch immer noch super gute Autos, auch hier im Forza 5. Ist der Wagen nicht plötzlich scheiße geworden? Ja, das sehen wir direkt. Da werden wir gerade von Driftstyle S hier wunderbar überholt. Aber die Gruppe bleibt zumindest noch beisammen. Die ersten beiden haben ein bisschen Abstand. Aber im Allgemeinen können wir noch dranbleiben. Mal, was hier noch so geht. Oh ja. Ja, da waren wir deutlich schneller. Das konnten wir nutzen. Da sind die Jungs ein bisschen zusammen gestaucht. Unser Glück. Boah, yo, okay. Sollte bedenken, wir haben keine Bodenfreiheit. Bordsteinkanten sind unser Tod. Hoppla. Oh, Junge, der Sender hängt mir aber auch in den Fersen und da zieht er ihn rein. Ach, oh, Mann. Und wir innen wieder vorbei. Schöner Switchback, wunderschön. In der Schikane das Ganze wieder auflösen können. Wir sehen leider auch nicht, wie viel Prozent wir geschafft haben hier beim Goliath. Was das Problem ist, weil es halt ein Rundkursrennen ist. Wie vorher auch. Und dementsprechend man natürlich nicht. Aua, ich sollte nicht gegen Bahntrassen fahren. Habe ich mir sagen lassen. Man leider nicht sieht, wie weit wir schon Progress haben. Außer, dass wir gerade immer noch in den Canyons sind, man jetzt erst merkt, wie fucking groß diese Biome sind. Wenn man da mal drin ist. Ha? Auf den Bremsen sind wir wirklich stark. Die Bremse ist wirklich, glaube ich, so unser Markenzeichen. Da können wir wirklich super auftrumpfen. Da machen wir richtig Zeit gut. Oh ja, 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 ja. Komm, jetzt sind wir dran. Und gut rausgekommen. So, das Ganze jetzt ein bisschen nutzen. Und auf Platz 5 vorgeschoben. So, jetzt in den Windschatten vom Senna. Schön dranbleiben. Ich glaube, Topspeed technisch ginge mehr. Da sind wir, glaube ich, nicht das Nonplusultra. Aber wieder Kurven und Bremsen. Und in den Zwischenabschnitten müssen wir uns halt mit dem Windschatten so ein bisschen mitziehen lassen. Um da das Ganze eben auszugleichen. Boah, da sind wir vorbei. Alter, wie ein Kurvenspeed in den Highspeed-Abschnitten. Wenn Highspeed-Kurven kommen, Junge, dann haben wir schon mal aufs Podium vorgeschoben. Da profitieren wir ja richtig brutal. So, Podiumskurs ist schon mal am Start. Aber wir wollen ja hier den Sieg haben.
Oh, da werden die Jungs langsam. Da holen wir vor, kommen wir vorbei. Platz 2 haben wir. Und vor uns McLaren Speed, ey. In der nächsten Kurve setzen wir uns auch nehmen. Da ist die Führung. Da ist die Führung hier im Ausgang des Canyons-Abschnitts erreicht. Wunderschön. Jetzt hier die Kurve noch schön hinkriegen. Und da sind die Jungs wieder dran. So, wir haben ein paar Sympathien vor uns. Angemon, zeig, was du drauf hast, bitte. Ist aber nicht so schlecht, man rennt nicht auf unschlagbar zu fahren. Das senkt den Puls und erhöht meine Lebenserwartung. Ich meine, ich habe mir sehr viele Stunden jetzt unschlagbar angetan. Und ich finde, da ist auch mal die Möglichkeit, so fürs Finale des Spiels mal ein bisschen durchzuatmen, mal ein bisschen runterzukommen. Also das Finale des Spiels, Anführungsstrichen, Alter. Wir haben locker noch das Doppelte bis Dreifache an Folgen vor uns, allein was den Content angeht. Also das Spielfinale, ja, aber nicht das Finale des Space, weil weltweit. Wow! Okay, den Speedtail habe ich da jetzt gerade nicht mitgerechnet, dass er da reinziehen will. Jetzt auch gerade fast gescheppert. So, wir kommen jetzt oben in die Küstenregion, Küstenwüstenregion gleich. Jetzt glaube ich oben links in der Map müssten wir sein, ungefähr. Da geht es gleich durch die Wüste an der Küste lang. Er macht schon Laune. Er hat so einen bestimmten Punkt, wo er dann irgendwann das Untersteuern anfängt. Da muss man so ein bisschen mit rechnen, dass man sich übertreibt. Problem ist, man übertreibt es ja sehr schnell mit, weil es einem nicht so schnell vorkommt. Bis man dann mal auf den Tacho guckt und merkt, dass man gerade mit 340 versucht, eine 90-Grad-Kurve zu fahren. Das funktioniert halt eher nur so bedingt. Ja, wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, jetzt müssen wir ein bisschen gucken, dass die Jungs da nicht wegen dem Speed rankommen. Weil, wie gesagt, besten Topspeed habe ich in der Klasse hier nicht. Wunderschön, wunderschön. So, hier durch. Slalom, easy. Wow, da bin ich auf den Sand gekommen. Da gehen wir in die Hinterachse kurz wandern. Ja, Speedtail ist dran, der Speedtail ist dran. Das sind jetzt Abschnitte, wo ich auch mit meinem Kurvenspeed nicht große Vorteile habe, weil du einfach die Kurven so seichst, dass du hier mit ihrem Auto Vollgas durchflügst. Puh. Ich gehe jetzt mal ein bisschen vom Gas. Ich denke, das wäre sogar voll gegangen, aber wir wollen es nicht riskieren. So, wir sind schon 6,5 Minuten unterwegs hier. Es ist das längste Rennen, man muss aber sagen, es ist aber auch mit das schnellste Rennen, weil jetzt mit dem AMG One haben wir halt einen super krassen Durchschnittsspeed und an sich außen rum und die Map herum sind meistens die Highspeed-Abschnitte hier in Forza Horizon 5, wo du halt sehr, sehr viel einfach Vollgas fährst. Ich meine, es macht schon einen Unterschied, ob ich mit 370, 60, 70 Kilometer fahre oder mit 120, 40, 50 Kilometer. Dementsprechend, oh, hier steht Nario auf der 2, sich jetzt vorgeschoben. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Oh, da habe ich mich verbremst. Nein, nein, nein. Oh nein, oh ja. Okay, scheiße. Okay, Kontrollpunkt haben wir eh verpasst. Gut, dann kann ich auch bis vor die Kurve spawnen. Ich hätte den Checkpoint jetzt kriegt, hätte ich es drauf ankommen lassen, aber bei dem Bremsung habe ich ja vollkommen verschätzt. Wie viel Tempo kommen wir denn an? Wir haben richtig Kasala drauf, ne? Ja, okay, 380 Sachen, was erwarte ich da? Da muss ich halt richtig ankern. Oh, sind dran, okay. Ah, nicht so früh aufs Gas. So, jetzt wunderbar. Ja, da wollte er sich schon wieder innen ranpirschen, man hat es gehört, da ist jemand vom Gas gegangen. Das Centenario ist schnell, das Centenario hat richtig Dampf drauf. So, es geht Richtung Dschungel, liebe Leute. Es geht in den Dschungel und in den Sumpfgebiet, da gibt es ja Gott sei Dank aber auch Asphaltabschnitte, also wir werden jetzt hier nicht plötzlich mit Offroad anfangen. Oh, das geht alles voll, das geht, oi. Okay, wir können aber auch voll hier durch. Bisschen vom Gas. Am alten Flughafen vorbei. Und man merkt, ich bin 2 Schwierigkeitsstufen runtergegangen und ich habe trotzdem Konkurrenz. Also es ist beim besten Willen nicht so, als würde ich jetzt konkurrenzlos vorne wegfahren. Und wir fahren AMG One maximal aufgebaut. Und die Gegner hängen mir am Arsch wie nichts anderes. Also gibt schon Gründe, warum ich jetzt hier gegen einen Schlagbein entschieden habe. Weil genug Konkurrenz habe ich trotzdem, genug Herausforderung ist trotzdem da. Aber wir haben so ein bisschen eine hauchreine Chance zu gewinnen. Wie gesagt, bei den anderen normalen Rennen ist es mir gar nicht so wichtig, weil die meisten Rennen nicht als Accolade dabei haben, gewinne alle Rennen. Und dementsprechend kannst du da auch einfach mit Platz 5 und 6 nicht zufrieden geben, aber die Finalrennen, das sind ja die Finalrennen, ne? Ihr wisst, wie ich meine. Wir haben zwar schon eins natürlich auf unschlagbar gewonnen, aber die Offroad-Rennen sind da eh noch ein bisschen, ich sag mal, einfacher. Okay, jetzt wird's lustig, jetzt haben wir nämlich gerade Highspeed-Abschnitt, jetzt muss ich gucken, dass ich das hier irgendwie verteidige. Mit wildem Slalom-Gefahre, weil, ja, mir geht der Topspeed aus. Ich habe den Speed nicht, den die Jungs hier gehen. Oh, der Speedtable hindurch. Da lehnt er sich an, aber ich drücke einfach zurück. Und damit sorge ich für ein bisschen Chaos im Hintergrund. Sehr gut. Weil ich kann das ja alles voll fahren, aber
Jungs haben eine 4 da vorne von dem KMH-Zähler stehen. Scheiße. Okay, das war zu spät gebremst und dann noch auf den Bordstein gekommen. Ja, okay, da muss ich viel früher rein. Boah. Die Bordsteinkanten sind fies, die hebeln nicht richtig böse aus. Da bringt sie gar nicht die Bremse voll zu ankern. Wenn du auf den Bordstein kommst, springt der AMG in alle Richtungen. Was haben wir denn da hinter uns? Ey, das ist aber auch gerade ein Abwechslungsspiel hinter uns. Junge, 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 ey. Hallo, 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 nicht schieben, hey. Das fangen wir nicht an. Wir überholen gerne, aber schubsen, ich meine bitte nicht. So, komm. Gerade mal ein bisschen durchatmen können. Ah, nein, unser Häuser vorbei. Guten Tag. Da arbeitet James gerade und macht uns einen wunderbaren, warmen, frischen Kaffee. Danke, James. Wir sind nämlich reich. Also warnreich. Ich habe kein Geld mehr. Der AMG One war zu teuer. Ich hoffe, dass es Golight mich einfach sehr gut und ausgiebig bezahlt gleich. Oh, Centenario, geh mir nicht auf den Senkel. Dass ich die ganze Zeit so ein bisschen von den Idealien abweichen muss, um mich zu decken, ist halt so ein bisschen schwierig. Digga, ich fange gerade mit 360 mit dem AMG One auf die Kurve zu und der Centenario so, ich könnte noch schneller, wenn ich wollte. Also wenn du nicht da wärst, eher so, oh, oh shit. Oh, die Bremspunkte einzuschätzen. Ich habe da so Schwierigkeiten bei den Geschwindigkeiten. Alter Verwalter, ey. Oh, da habe ich die Lenkung aufgemacht. Das war ein Fehler. Da habe ich jetzt richtig Tempo liegen lassen. Ich habe damit gerechnet, dass der Dive poppt. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte die Tür diesmal wirklich weit aufgelassen, weil ich von der Ideallinie abgekommen bin. Ich habe gedacht, der zieht da rein. Hat er mir dann doch noch mal ein bisschen Spielraum gelassen. Also unschlagbar hätte er mir auf jeden Fall, hätte er sich da reingeworfen, zu 1000%. Das geht voll. Nächste Kurve wieder gut ankern. Gut ankern, habe ich gesagt. Das war nicht genug. Jetzt aufs Gas. Okay, wunderbar. Puh. So, wir kommen zum Strand, liebe Leute. Hier haben wir beim Horizon Apex vorbei. Warte, müssten wir nicht dann gleich beim Startgebiet ankommen? Oh ja, da vorne ist schon das Ziel. Ach krass. Oh Gott. Ja, ich wollte gerade sagen, warte mal, Strand war doch Startgebiet. Nicht so, gerade so im Kopf am Rattern. Ja, du solltest jetzt vielleicht Platz 1 verteidigen, Lukas. Oh Gott, komm, komm, komm. Oh, okay, das schaffen wir, das schaffen wir. Das holen wir nach Hause, das holen wir nach Hause. Goliath wird gewonnen. War trotzdem ein geiles Rennen. Ich hatte wirklich jetzt die Angst, oh, ich stelle den Schwierigkeitsgrad runter. Nicht, dass es jetzt am Ende dominierend wird, aber es war perfekt. Es war der perfekte Schwierigkeitsgrad für ein geiles Rennen. Goliath, 11 Minuten. Abgeschlossen. Wunderbar. Speedtail sogar Platz 2 noch geholt. Gibt's ja gar nicht, ey. Puh. Würde das nämlich nicht nochmal mitmachen. Da ist die Ruhmeshalle Hall of Fame. Boom. Und das Charger RT haben wir noch gewonnen. Dankeschön. Und gibt natürlich noch EP, EP, EP. Und wir sind am Ende ja, fast Level 70 fast geworden. Wir sind Level 70, so rum. Ne, wir sind Level 69. 165.000 Cash gibt's nochmal oben drauf. Nice. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt Geld gab für das Event. Gab es jetzt Geld dafür? Ich weiß gar nicht. Ich habe mitgekriegt. Habe ich gerade gar nicht so im Kopf gehabt. Was sagt unser Lieblingssuperstar über den eigenen Namen in Leuchtschrift? Sehr nice. Ich bin sprachlos. Witzig. Du redest mehr als alle anderen Horizon-Fahrer, die ich kenne. Aber weißt du was? Ich würde sagen, du bist noch nicht fertig. Die Festivalspielliste steckt voller exklusiver Belohnungen und Fahrer, die alles geben würden, um gegen eine Legende wie dich zu fahren. Ich glaube, du hast es geschafft. Komm besser gleich her. Du bist in der Ruhmeshalle. Haley hat leichte Gefühlsschwankungen gerade. Ich möchte ihr nichts vorwerfen, aber ich glaube, Haley hat sich gerade nicht so ganz im Griff. Ich glaube, gell, Haley hat sich gerade nicht so ganz im Griff. Oh doch, ich habe ein bisschen Cash bekommen, aber jetzt nicht unbedingt in erwähnenswerten Art und Weise. Brauch 55.000. Buh. Das ist ja nix. Heulen haben wir bekommen und nochmal einen wunderbaren Volvo. Zumindest ein paar Autos erweitert, das ist trotzdem etwas. Und ja, ich würde mal sagen, wir gehen zur Ruhmeshalle, liebe Leute. Wir gehen zur Ruhmeshalle und lassen unseren Namen in Leuchtschrift an die Wand tackern. Wir haben es in die Ruhmeshalle geschafft. Willkommen in der Ruhmeshalle, Heim
einen der größten Fahrer in der Geschichte Horizons. Aber weißt du was? Ich würde sagen, du bist noch nicht fertig. Die Festivalspielliste steckt voller exklusiver Belohnungen und Fahrer, die alles geben würden, um gegen eine Legende wie dich zu fahren. Du hast es geschafft, aber warum aufhören? Es gibt immer noch mehr zu tun. Das stimmt. Und damit sind wir in der Ruhmeshalle, in der Ruhmeshalle Bestes. Wir gehen mal rein. Ich will dich ja nicht gleich wieder in den Wettbewerb schicken, aber im Gegensatz zu anderen Ruhmeshallen ist unsere gewertet. Du lässt diese anderen Namen doch nicht über deinem stehen, oder? Ja, Don Juan Song auf Platz 1 natürlich, wie sich das gehört. Und ich weiß gar nicht, wo wir sind. Sind wir so weit hinten? Ich glaube, wir sind sehr weit unten. Komme ich irgendwann mal? Ich weiß gar nicht, wie ich auf mich gehen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich mich sehen kann. Aber wir sind auf jeden Fall nicht so weit oben. Aber da sind wir. Da sind wir einfach mal. Wir haben hier einen Banner hängen. Das ist schon ziemlich nice. Das ist schon ziemlich nice. Gut, ich muss sagen, ich hätte jetzt ein bisschen mehr Glamour erwartet. Ich hätte jetzt ein bisschen mehr Tamtam erwartet. Ich meine, wir haben die Ruhmeshalle erreicht. Das ist das Main Game Goal des Games, wenn man mal überlegt. Da hätte noch ein bisschen mehr Tamtam kommen können, finde ich, liebe Leute. Aber wir haben es in die Ruhmeshalle geschafft. Und ab jetzt haben wir keinen Druck mehr. Ab jetzt kann ich mich den Abenteuern fröhlich widmen. Wie ihr seht, wir haben noch 7 Abenteuertickets übrig. Da müssen noch viele von ausgegeben werden, wie sich das gehört. Das werden wir über die nächsten Folgen machen. Wir haben also noch ein bisschen was zu tun. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, die Folge. Mir hat es eine Menge Spaß bereitet. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Es geht noch weiter hier in Horizon Mexico. Wir sind noch lange nicht am Ende. Und damit raus. Bis nächste Woche. Tschüss. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to block all my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.